Hallo, grüß dich. Hallo. Na, wo steckst du? Chemnitz in Sachsen. So, Guys, erinnert ihr euch an mein letztes Video über Markus und Sandy? Wenn nicht, dann klickt da oben mal an und schaut es euch an. Ein paar Tage nach Veröffentlichung dieses Videos hat sich Markus dazu hinreißen lassen, dieses Video zu kommentieren. Und ungefähr 2 Wochen danach hat er selbst ein Video gepostet, über das ich dann gleich nochmal sprechen werde. Ich erspare mir jetzt diesen Kommentar vorzulesen, aber gehen wir doch mal der Reihe nach durch, was er denn so geschrieben hat. Ich fange mal bei dem letzten Teil an. Ich habe nie irgendwas erzwingen wollen, weder von Markus noch von seinen Zuschauern. Oder auch von Leuten, die mit ihm zusammenarbeiten. Ich habe auch nie irgendjemanden angerufen, um ihn schlecht zu machen. Ich sehe es aber persönlich als eine Pflicht an, euch darauf hinzuweisen, dass es da draußen Leute gibt, die gefährlichen Irrsinn verbreiten, den man weder gutheißen noch unterstützen kann. Aber zu diesem Irrsinn, da komme ich ja dann gleich noch. Jeder muss wissen, welchen Blödsinn man für sich selbst veranstaltet. Macht eure Entscheidungen selber. Aber lasst euch durch diese ganzen Konspirations-Heinis, die jetzt durch die Gegend rennen, nicht vom Kurs bringen. Und dann noch zum Thema Urheberrecht, was er da auch anspricht. Alles, was ich in dem letzten Video gezeigt habe und was ich hier zeige, fällt unter das Zitatrecht. Denn die Quellen wurden ja auch verlinkt, beziehungsweise werden verlinkt und auch aufgezeigt. Außerdem könnte man theoretisch gesehen sogar das BGH-Urteil, das genannte Kalkofe-Urteil, anwenden, dass so ein Video, was nicht zur Bewerbung von Produkten ist und nicht zum Wettbewerb dient, ein urheberrechtlich neues und selbstständisches Werk ist, welches durch die Rundfunk- und Meinungsfreiheit gedeckt ist. Hier geht es ja schließlich auch nicht um Wettbewerb in diesem Video. Also nicht, wer von uns beiden ist der Bessere oder irgendwie was. Ich möchte nur einige Dinge aufarbeiten und aufzeigen, dass zum Beispiel Leute wie Markus und Sandy Aussagen tätigen, die sehr kontrovers, vielleicht auch gefährlich und teilweise Aussagen tätigen, die schlicht und ergreifend falsch sind. Und dazu muss ich ja zitieren, beziehungsweise auch die Quelle zeigen, sonst könnte ich ja auch ebenso gut Fake News verbreiten. Nur mal so, mein Kanal ist ja außerdem viel zu klein, da hier ist nichts monetarisiert und ich mache das in meiner Freizeit. Also ich werde von niemandem bezahlt dafür. Aber zurück zum Thema Covid, Irrsinn und Co. Markus schrieb in dem Kommentar, dass er die Ansichten von Sandy zwecks Impfung in keiner Weise teilt. Nun ja. Ja, stell dir mal vor, die Schulen würden hingehen und sagen, Impfpflicht für alle Kinder. Da wird es dann bei mir ehrlich gesagt auch aufhören. Ne? Ich bin ja für Impfungen. Ich bin geimpft. Die ganze Familie ist geimpft, nur die Hunde nicht. Ne? Daisy und Bunny und meine 8-jährige Tochter ist auch nicht geimpft. Und ganz ehrlich, die will ich auch erstmal nicht impfen lassen, ne? Weil Auswirkungen und Kinder, die ja ohnehin in dem Alter durch Covid kaum belastet werden, zumindest wenn man sich den Prozentsatz mal anschaut. Und stell dir mal vor, dann kommt die Schule hin und sagt, Impfpflicht.
Für wen galten denn in der Vergangenheit eigentlich die ganzen Impfpflichten? Ach ja, Kindern. Erst später kamen die Erwachsenen hinzu. Mal ganz davon abgesehen, dass es schlicht und ergreifend erstens Schwachsinn ist, dass Impfungen Langzeitschäden verursachen würden, egal bei wem und gegen was. Und zweitens sehen wir doch gerade jetzt in der Debatte, dass Schulen offen bleiben sollen, dass eine Durchseuchung der komplett falsche Weg ist und auch sehr gefährlich ist. Denn eine Infektion, wenn man ungeimpft ist, dort entstehen erst die Langzeitfolgen wie Long-Covid. Wobei ich mir ohnehin relativ unsicher bin, mit was Markus sich denn da impfen lassen hat. Ich habe nämlich noch ein großes Fass Whisky in Deutschland am Lagern seit ein paar Jahren und das will angezapft werden. Ein Freund von mir hat ja eine Whisky-Distillery im Odenwald und damit wird dann auch jeder Virus ertrunken sozusagen. Ja, das macht total Sinn. Interessant übrigens auch, dass seit meinem Video das Thema Impfung überhaupt nicht mehr in seinen Streams vorkommt. Aber ich denke, ich weiß auch warum. Womit ich beim nächsten Kapitel seines Kommentars bin. Das Nicht-Ausschließen wollen von Andersdenkenden. Hierzu kam, wie gesagt, rund 2 Wochen später ein Willkommensvideo von ihm. Und ich zeige euch mal eine Szene daraus. Bei mir geht es um Inklusion und nicht um das Ausgrenzen. Jeder gehört dazu. Denn wenn jeder dabei sein kann, haben wir alle etwas davon. Es geht um das Gespräch auf gleicher Augenhöhe und darum, gemeinsam weiterzukommen. Denn nur wenn man sich mit etwas beschäftigt, braucht man dieses Etwas vielleicht auch nicht mehr fürchten. Meine Herren, echt, das tut echt weh, das wieder zu hören. Oh, guck mal, der Koch, du, der Boomer, ja, von nichts eine Ahnung, ja. Echt, Markus hat überhaupt keine Ahnung, was das Wort Inklusion überhaupt bedeutet und schmeißt damit um sich, als wären es Flugblätter. Inklusion bedeutet nach geltendem Recht und unterzeichneten Chartas das Nicht-Ausschließen von benachteiligten Menschen. Und dazu zählen vor allem Behinderte oder Leute, die zum Beispiel Sprachprobleme haben, wie Legasthenie. Keinesfalls zählen dazu Leute wie Querdenker, die man allenfalls beleidigend als behindert bezeichnen könnte. Aber auf das Niveau lasse ich mich nicht herab. Und noch dazu, wenn man dann sagt, man muss dieses Etwas nicht fürchten. Ja, da habe ich persönlich und auch viele andere was ganz anderes erlebt. Nicht nur hier in Chemnitz, in Sachsen. Wahrgenommen wird aber vor allem der laute, teils aggressive Protest von Corona-Leugnern und Impfgegnern. Dort sind echt gefährliche Menschen dabei. Nicht nur, dass man sich bei denen etwa ich anstecken könnte, nein, die werden auch gewalttätig und verbreiten eben solche Fake News, die dann weitergetragen oder als Verschwörungstheorien ausgelegt werden, wie es zum Beispiel bei Sandy der Fall gewesen ist. Im Übrigen habe ich eh das Gefühl, dass, wie bei diesen Rechten, auch dieses etwas Fürchten bei Markus zu finden ist. So eine kleine Art von Homophobie vielleicht. Hemd aus. Nee, das wollt ihr nicht sehen, ne? Das wollt ihr echt nicht sehen, ne? Von daher lasse ich das jetzt mal. Und wenn dann natürlich nur in einem hochbezahlten privaten Chatroom, zugelassen nur für weibliche Zuschauer. Widerspricht das nicht seiner Aussage, niemanden auszuschließen? Dieser Finger ist auch für euch da. Das ist nämlich der Blockierfinger, wenn es zu dumm wird. Und wo wir schon bei den Rechten sind, Sandy behauptete ja, dass der Zweite Weltkrieg von den USA ausgegangen wäre. Frech und frei zu sagen, ich mag nur die Kunst, der Rest ist mir egal. Das in etwa auf dem gleichen Niveau zu behaupten, ich mag Hitler, aber nur wegen seiner Bilder. Und dass Markus natürlich offenbar sich gar nicht bewusst ist, was das bewirkt,
zeigt sich an diesen beiden Beispielen hier. Wird, hallo, ja, Mr. Putin, hallo, ja, wir haben noch einen Gast für die Gulag. Ja, Arbeitslager, hallo, ja, ist da noch ein Platz frei? Wir haben noch eine Buchung für Sie. Da schaue ich lieber auf den S&P, auf den Nasdaq. Aber look, ich meine, jedem das Seine, wenn es für dich funktioniert, ist es doch wunderbar. Aber look, ich meine, jedem das Seine, wenn es jedem das Seine, jedem das Seine, jedem das Seine, jedem das Seine, jedem das Seine. Wie kann man nur so unreflektiert und ungeniert solche Sachen raushauen? Das ist weder lustig noch irgendwas. Als Journalist hat man normalerweise eine Vorbildfunktion und sollte eigentlich wissen, welche Worte man wählt. Obwohl, das mit dem Journalist... Nicht, dass ich mehr wüsste, das tue ich natürlich nicht, ja. Ich bin Journalist, das darf man nicht vergessen. Aber andererseits bin ich eigentlich wirklich weniger Journalist, sondern mehr Börsianer. Mein Backbone ist eigentlich nicht der Journalismus, ne? Sondern mein Backbone ist eigentlich Trading und die Wall Street. Ja, das macht total Sinn. Er ist sich offenbar selber nicht mal sicher, was er denn eigentlich ist. Aber es steht mir ja nicht zu, irgendwas zu sagen. Denn ich bin ja offenkundig auch kein Journalist. Aber zurück zum Thema Kunst. Und die Kunst von ihr rangiert so zwischen, ich würde mal sagen, 20.000 bis 80.000 Dollar, je nach Bild. Und ich werde in den nächsten Jahren immer wieder mal Merchandise vorstellen, bei dem Kunst, also bekannte Künstler oder sehr begabte Künstler, Up-and-Coming-Künstler aus der New Yorker Szene mit dem Thema Finanzen und Wall Street kollaborieren. Ich würde sagen, bitte lass es. Was haben wir denn gelernt, was Kunst ist? Weder würde er mit seinen Aktionen die Kunst- und Kulturszene und vor allem die Underground-Szene unterstützen, noch ist es sonderlich vorbildlich, Kunst als ein Anlageobjekt zu bewerben. Das ist einfach nur widerlich und krank. Und vor allem, wenn ich dann auch noch das hier höre. Und ich konnte Sandy davon überzeugen, also die Hoodies zu entwerfen. Und jetzt sind wir also endlich fertig. Und boy, das war für mich ein echter Crashkurs, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Modeproduktion. Ne? Man lernt ja unglaublich viel dazu. Was für ein Stoff, wie schwer soll er sein, wo soll er produziert werden, ne? Und dann hast du die Baumwollpreise, die durch die Decke gehen. Ich will ja auch keinen Schrott rausbringen, sondern immer nur gute Qualität und Sachen. Ne, da muss der Druck passen. Wir haben eine geile Künstlerin aus New York, eine Graffiti-Künstlerin, die auch ziemlich hochpreisige Kunst macht, die für uns diese Hoodies entworfen hat. Aber ne, wie kriegst du jetzt Graffiti-Art, geile Graffiti-Art, in einer größeren Druckversion in Spitzenqualität auf Mode drauf. Ich sag euch, das ist gar nicht so einfach. 5-Farb-Druck und dann, das ist, also ich sag euch eins, wenn ihr euch jemals Hemden machen wollt, ruft mich an. Ja. Mittlerweile kann ich euch erklären, wie es funktioniert. Hoodies, ich mach Hoodies. Ich mach Hoodies. Jeder zweite Dalk macht doch heutzutage irgendwas in Richtung Mode. Dabei hat Markus diese Hoodies ja noch nicht einmal selber gemacht. Das Bild stammt von Sandy. Das wurde auf vorgefertigte Teile gedruckt und die wurden dann später in einer Fabrik zusammengenäht. Im Gegensatz dazu habe ich meinen Jumpsuit komplett selbst designt, geschnitten und zusammengenäht. Und das, obwohl ich noch nicht mal gelernter Schneider bin, sondern einfach nur Künstler und Trekkie. Aber ich gebe hier nicht an. Denn wenn ich angeben würde, dann sähe das so aus. Man spürt innerlich, was richtig und was falsch ist. Das spürt man einfach. Man spürt, ob man einem Menschen Unrecht tut oder nicht. Natürlich gibt es ein paar Psychopathen, die es nicht spüren, die gibt es immer, ja. Der emotionale Aspekt, ja? Dass wir da sitzen, ne? Und Geld und Liebe und so, das ist alles das Gleiche, ja. Das ist genau der gleiche Wahnsinn, ja.
dieser ganze Emotionsmist, das muss man unter Kontrolle kriegen, ja? Ach, immer diese vulkanische Jammermentalität. Immer die Emotionen unterdrücken. Die wissen gar nicht, wohin das führen wird. Niemand kennt die Zukunft. Niemand kennt die Zukunft. Ach, wirklich? Oh. Wo war ich denn jetzt? Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Ne? Bei dem Gedanken des Anblicks habe ich sofort ein Blackout bekommen. Ja? Jetzt habe ich wegen dir den Faden verloren. Ne? Wo waren wir denn jetzt? Achso, ja, genau. Ich finde Kritik super. Ne? Oder Gedankenaustausch. Oder zu sagen, Mensch, Koch, also da hast du mal daneben gelegen. Hättest du es mal anders machen sollen. Aus den und den Gründen. Ne? Super, bin ich sofort dabei. Konstruktive Kritik, Austausch untereinander. Growth, guys, Wachstum. Ich will ja auch wachsen. Ne? Was kann ich noch lernen? Aber so ein Müll. In all den Jahren, in denen ich mit Markus befreundet war, gab es nicht eine Situation, wo man wirklich gemerkt hat, jawohl, der hat sich dem angenommen, was man gesagt hat. Mit Ausnahme des üblichen Geplänkels bei seinen Streams, ob denn der Ton passt, die Haare sitzen oder die Hemdknöpfe bereits platzen. Aber es gab zig Beispiele, wo Leute, also auch ich, ihm zu Dingen geraten haben oder ihm Gesprächsangebote gemacht haben, die er mal wahrnehmen sollte. Nichts ist passiert. Im Gegenteil, es war manchmal ärgerlich und teilweise peinlich schmerzhaft zu sehen, wie sehr ihn da Leute über den Tisch gezogen haben, ohne dass er es gemerkt hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass er sich bei dem Thema, also des Feedbacks, andauernd widerspricht. Und das sogar in ein und demselben Stream innerhalb von ein paar Minuten. Und deshalb ist bei allen Entscheidungen, die ich treffe, natürlich gibt es Leute, die mich nicht mögen, ja? Die meine Berichterstattung nicht mögen, die meine Art nicht mögen. But, and that's fine, damit kann ich absolut leben. Ich bin nicht dafür da, es allen recht zu machen. Und ich kann nur jedem raten, nicht dafür da zu sein, es allen recht zu machen. Denn was wäre das für ein Leben? Wir sind ja einzelne Personen, wir brauchen Charakter. Ja? Aber das wirklich Entscheidende ist die Tatsache, dass wir miteinander reden können. Und dass ihr mir sagen könnt, Koch, das passt nicht. Da musst du drauf achten. Selbst die Schwurbler gehören mit dazu, ne? Weil man dann auch sieht, was in allen Lagern diskutiert wird. Und das ermöglicht Social Media. Ja, das macht total Sinn. Zuerst sagen, man macht sein Ding und lässt sich durch nichts beeinflussen, aber dann Feedback einfordern, dass man sagen soll, was besser gemacht werden muss. Was für ein Schwachsinn. Wenn das ein Witz war, dann lache ich. Wenn das ernst gemeint ist, dann sage ich, das ist irgendein Spam-Scheiß. Im Grunde hat er sich doch inzwischen eh nur noch mit Leuten umgeben, die ihm Hilfen, Hinweise und Analyse liefern, um die künftige Entwicklung des Marktes und der Wirtschaft besser einzusehen. Den normalen Leuten dieses Wissen dann kostenlos weiterzugeben, ist ja schön und gut. Aber 90% seiner Streams ist ja wirklich nur sein Gerede. Lediglich auf Instagram reagiert er ab und an mal noch auf User-Kommentare und Fragen. Ich muss mich bei euch wirklich zutiefst bedanken. Meine Instagram-Streams sparen mir unglaublich viel Geld. Seitdem ich auf Instagram bin, habe ich meinen Psychiater gefeuert. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich kann mich ja mit euch unterhalten. Ne? Er nennt das Ganze sicher wohl deswegen auch nur Community, damit die Leute bei der Stange bleiben und sich angesprochen fühlen. Aber das wirkliche Feedback scheint ihn nicht zu interessieren. Hier, ja, Zuschauer, ja, Gott. Ach ja, Spaß beiseite. Ist ja nur ein Späßchen, bitte keine Dislikes und so, ja. Und wie viele Leute nun tatsächlich bei ihm zuschauen, und ihn abonniert haben,
Das kann er natürlich auch nicht genau sagen. Für mich persönlich ist das Ganze ein Grund, dem fern zu bleiben. Und das nicht, weil ich irgendwie systemkonform bin. Im Gegenteil, mir wird ja selbst mit diesem Video bestimmt wieder vorgeworfen werden, ich sei ein Hetzer und würde anderen Leuten nichts gönnen oder ihren Erfolg nicht unterstützen oder was am schlimmsten ist, was mir immer wieder vorgeworfen wird, ich sei auf diese Leute neidisch. Wie kann ich denn auf Leute neidisch sein, die mal geistig Lichtjahre weit unterlegen sind? Look, ich meine, das ist meine Lebensfreude, ja. Das ist, also ich finde das so herrlich, ne? Also je mehr Leute sich ärgern, umso besser, ne? Das ist freut mich dann ganz besonders, ne? Und wenn sich andere freuen und sich kaputt lachen, ist das natürlich auch super, ja. Jedenfalls solltet ihr euch selbst eine Meinung bilden und schauen, wem ihr vertraut und wem nicht. Die Mischung macht es und nicht das End oder Weder. Außerdem will ich nochmals betonen, dass ich grundsätzlich Markus' Berichterstattung vor allem für Anfänger gut finde. Und auch die aufgearbeiteten Informationen sind sicherlich für viele Leute hilfreich und interessant. Auf der anderen Seite ist es aber letztlich auch nur Blabla, gespickt mit andauernden, halblustigen Kommentaren oder eben Dingen, über die man überhaupt keine Scherze machen sollte und wo man eher sein Hirn einschalten sollte, wenn man denn eins besitzt. Und als Dankeschön dafür darf man sich dann auch ein Merchandise kaufen. Da muss man schon viel Fantasie haben, ja? Oder man sagt einfach wie Felix, it's a one-way road, baby, it's a one-way road to Tipperary. Temporary. Meine Zeit ist auch begrenzt und ich schätze, dass auch viele normale Leute in seiner Community auch nur zeitlich begrenzt dabei bleiben werden. Denn ganz klar hat sich durch seine nicht klare Abgrenzung, ja sogar Einladung gegenüber den Extremen, die Anzahl derjenigen, die sowohl die Covid-Maßnahmen als auch das politische und gesellschaftliche System in Frage stellen, enorm erhöht. Und dieses andauernde Widersprechen führt letztlich auch zu einer Art Willkür, da er das ja selber gar nicht alles kontrollieren kann. Auch ein Punkt, den einige Leute, also auch ich, schon vor Jahren angesprochen haben, hab nicht drauf gehört. Und leider wird seine Community wegen der fehlenden Kontrolle letztlich sich in eine abgegrenzte Gruppe entwickeln, die wie eine Seifenblase umherschwirrt und der vor allem nur noch Leute sind, die auch nur noch einem Meinungsbild folgen. Aber ich persönlich möchte mich lieber von dieser Entwicklung fernhalten, denn ich weiß, dass man so eine Entwicklung tatsächlich fürchten muss und ich möchte nicht eines Tages mit meinem Leben dafür bezahlen müssen. Ja, 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 nee. Gleich wegsperren. Andere Meinung, wegsperren. Hallo Stempel. Zulassung. Zulassung. Aber es ist ja, wie bereits erwähnt, euch allen selbst überlassen. Ich habe nur meine persönliche Meinung wiedergegeben und aufgezeigt, dass man zwar mit den eigenen Widersprüchen leben kann, sie aber nicht nach außen tragen sollte, denn das zieht Leute an, die wiederum andere Leute manipulieren können. Und genau das passiert gerade in seiner Community. In diesem Sinne, Mega Man.